Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video des Videolernzyklus Natürliche Zahlen, Addieren und Subtrahieren. In diesem Video zeige ich dir, wie du mehrere Zahlen addierst und subtrahierst. Fangen wir an mit 4321 plus 8533 plus 9764. Wir schreiben die drei Zahlen stellenweise richtig untereinander und mache einen Rechenstrich darunter. Wir müssen mit etwas Abstand lassen zwischen dem letzten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du magst, kannst du neben dem zweiten und dem dritten Summanden ein Plus schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Fangen wir an mit den Einerstellen. 4 plus 3 plus 1 ergibt 8. Daher ist die eine Stelle das Ergebnis der Achter. Und du hast gesehen, dass ich von unten nach oben gerechnet habe. Du kannst natürlich auch von oben nach unten rechnen. Das ist bei der Addition egal, weil die Reihenfolge der Summanden egal ist. Schauen wir uns die Zehnerspalte an. 6 plus 3 plus 2 ergibt 11. 11 Zehner bestehen aus einem Hunderter und einem Zehner. Da ist die Zehnerstelle das Ergebnis der Einser. Den einen Hunderter nehmen wir mit in die Hunderterspalte. Jetzt schauen wir uns die Hunderterspalte an. 100er plus 7 plus 5 plus 3 sind 16. 1600er ist das gleiche wie 1000er und 600er. Da ist die Hunderterstelle das Ergebnis der Sechser. Und den einen Tausender schreiben wir in die Tausenderspalte. Jetzt schauen wir uns die Tausenderspalte an. 1 plus 9 plus 8 plus 4 ergibt 22. 22 Tausender bestehen aus 2 Zehntausender und 2 Tausender. Daher ist die Tausenderstelle das Ergebnis der Zweier und die Zehntausenderstelle das Ergebnis ist ebenfalls der Zweier. Und daraus folgt das Ergebnis 22.618 ist. Weiter geht's mit der Subtraktion. Wie viel ergibt 98.756 minus 12.647 minus 238? Bei der Subtraktion haben wir zwei verschiedene Verfahren kennengelernt, und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Heute zeige ich dir wieder beide Möglichkeiten. Und du kannst wieder das Verfahren wählen, welches dir leichter fällt. Fangen wir an mit dem Abziehverfahren. Wir schreiben die drei Zahlen stellenweise richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir zwei Minusse neben den beiden Subtrahenden. Wir fangen an mit den Einerstellen. 6 minus 7 minus 8 ist in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Wir haben im Minuenden 5 Zehner. Wenn wir davon einen Zehner zu den 6 Einern dazu schreiben, haben wir 16 Einer-Minuenden und noch 4 Zehner. 16 minus 7 minus 8 ergibt 1. Deswegen ist die Einerstelle das Ergebnis der Einser. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. Wir haben noch 4 Zehnerminuenden, minus 4, minus 3. Diese Rechnung ist wieder in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Wir haben im Minuenden 7 Hunderter. Wenn wir davon einen Hunderter nehmen und zu den 4 Zehnern dazu schreiben, haben wir noch 6 Hunderterminuenden. 14 minus 4 minus 3 ergibt 7. Daher ist die Zehnerstelle das Ergebnis der Siebener. Jetzt schauen wir uns die Hunderterstelle an. 6 minus 6 minus 2 ist ebenfalls in natürlichen Zahlen nicht lösbar, aber wir haben im Minuenden 8 Tausender. Wir nehmen uns einen Tausender und schreiben den zu den 6 Hunderter dazu und haben daher nur noch 7 Tausender im Minuenden. 16 minus 6 minus 2 ergibt 8. Deswegen ist die Hundertstelle das Ergebnis der Achter. Jetzt schauen wir uns die Tausenderstellen an. 7 minus 2
ergibt 5. Daher ist die 1000er-Stelle das Ergebnis der 5er. Und die 10.000er-Stellen sind 9 minus 1 ergibt 8. Daher ist die 10.000er-Stelle das Ergebnis der 8er. Und daraus folgt, dass das Ergebnis 85.871 ergibt. Du hast gesehen, dass der zweite Subtrahent keine 1000er-Stelle hat und auch keine 10.000er-Stelle. Daher mussten wir da auch nichts mehr abziehen. Nun schauen wir uns das Ergänzungsverfahren an. Wir nehmen wieder die gleiche Rechnung und schreiben die drei Zahlen stellenwert richtig untereinander. Dann machen wir einen Rechenstrich darunter und schreiben neben die beiden Subtrahenten ein Minus. Beim Ergänzungsverfahren haben wir gesagt, dass Subtrahent plus Differenz gleich Minuend ist. Jetzt haben wir aber zwei Subtrahenten, daher gilt, der erste Subtrahent plus der zweite Subtrahent, also Differenz, ergibt den Minuenden. Fangen wir an mit den Einerstellen. 7 plus 8 plus wie viel ergibt 6? Die Einerstelle des ersten Subtrahenten ist der 7er, die Einerstelle des zweiten Subtrahenten ist der 8er, die Einerstelle der Differenz kennen wir nicht, deswegen bleibt ein Strich frei und die Einerstelle des Minuenden ist der 6er. 7 plus 8 ergibt 15 und 15 plus wie viel ergibt 6 sind in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Daher brauchen wir wieder unseren Trick. Im Minuenden haben wir 5 Zehner, wenn wir davon einen Zehner nehmen und ihn zu den 6 Einern dazuschreiben, haben wir noch 4 Zehner im Minuenden. 15 plus wie viel ergibt 16? 15 plus 1 ergibt 16. Daher ist die Einerstelle des Ergebnisses der 1er. Jetzt schauen wir uns die Zehnerspalte an. 4 plus 3 plus wie viel ergibt 4? 4 plus 3 ergibt 7 und 7 plus wie viel ergibt 4? Es sind in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Im Minuend haben wir 7 Hunderter. Wenn wir davon einen Hunderter nehmen und ihn zu den 4 Zehnern dazuschreiben, haben wir noch 6 Hunderter im Minuenden. 7 plus wie viel ergibt 14? 7 plus 7 ergibt 14. Daher ist die Zehnerstelle das Ergebnis der 7er. Jetzt schauen wir uns die Hunderterspalte an. 6 plus 2 plus wie viel ergibt 6? 6 plus 2 ergibt 8 und 8 plus wie viel ergibt 6? Es sind in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Wir haben im Minuenden 8 Tausender. Wenn wir davon einen Tausender nehmen und zu den 6 Hundertern dazuschreiben, haben wir noch 7 Tausender im Minuenden. 8 plus wie viel ergibt 16? 8 plus 8 ergibt 16. Daher ist die Hundertstelle das Ergebnis der 8er. Jetzt schauen wir uns die Tausenderspalte an. Der zweite Subtrahent hat keine Tausenderstelle mehr. Das heißt, wir müssen noch die Tausenderstelle des ersten Subtrahenten betrachten. 2 plus wie viel ergibt 7? 2 plus 5 ergibt 7. Daher ist die Tausenderstelle das Ergebnis der 5er. Jetzt schauen wir noch die Zehntausenderspalte an. 1 plus wie viel ergibt 9? 1 plus 8 ergibt 9. Daher ist die Zehntausenderstelle das Ergebnis der 8er. Und daraus folgt, dass das Ergebnis 85.871 ist. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videolernzyklus angekommen. Du hast es echt super gemacht und kannst wirklich stolz auf dich sein. Ich hoffe, dass dir der Videolernzyklus weitergeholfen hat. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Bis bald. Tschüss.